Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Minecraft 4. Ja, eben gerade hat irgendwie Bandicam nicht aufgenommen und ich habe jetzt so sehr viel gequasselt und ja, dann sage ich euch gerade, was wir gemacht, also was ich gemacht habe. Nicht viel. Oh, das ist echt ärgerlich, dass es jetzt nicht aufgenommen. Ich hoffe, es nimmt jetzt auf, aber okay. Also, wir hatten noch ein paar Bäume gehackt, also na gehackt. So, wir hatten Fenster, ich glaube, das waren die Fenster. Haben wir die? Ich glaube, die haben wir in der Folge gemacht. Die Fenster, eine Truhe, ein bisschen Eisen. Also wir waren in der Mine. Also in unserer Mine haben wir ein bisschen Cobblestone und haben dort auch ein bisschen Eisen gefunden. Dann haben wir auch ein bisschen Weizen angebaut. Sind einmal gestorben, weil wir kein Essen hatten. Und sind, was weiß ich, wie wir auf der hochgegangen, haben uns geguckt, nach dem Weizen geguckt. Ja, und halt hier 8 Eisen haben wir gefunden. Also ich habe jetzt echt Angst, dass es schon wieder nicht aufnimmt. Okay, was hatten wir sonst noch gemacht? Ihr habt die Blöcke hier, weil es tropft und es ist auch nur jetzt eine Lösung, die habe ich einfach mal so gemacht. Weil es sieht nicht gut aus, aber das kann man ja noch ändern. Bitte nehmen jetzt auch, also Bandicam, also es ist einfach schlimm. Ich jetzt mal eine Unterbrechung machen? Nee. Okay, also, was hatten wir noch gemacht? Ja, wir wollten noch auf Skelettjagd gehen, haben es aber nicht geschafft. Sonst halt, sind wir halt jetzt so nur wie ich jetzt hier rumgelaufen. Holzkohle wollte ich mir noch machen, stimmt. Also, sorry, aber es kann halt immer mal passieren. So, was haben wir denn geredet? Waren wir über die Verbesserungsvorschläge? Nee, das war eine andere Folge. Ach so, ja, ich wollte mir noch eine neue Spitzhacke machen und ich hatte darüber geredet, also, fast die Folgen gehen circa 20 Minuten, 18 Minuten sind sie, glaube ich, fast alle. Und die sind dann 1,5 Gigabyte groß bei Bandicam ist super, das tut es schon mal etwas verkleinern, die Größe. Dann tue ich das mit Format Factory, tue ich das nochmal verkleinern, das sind dann 150 Megabyte und 720 Pixel halt. Und das ist dann auch okay und ist das ist dann auch okay und es ist eigentlich, finde ich, das beste Aufnahmeprogramm. Nichts gegen Fraps, aber die sind so hohe. Das ist einfach. Die Aufnahmezeit da ist so hoch, das ist abartig. Und Bandicam kostet 29 Euro. Also ich glaube, das ist so viel wie Fraps. Nur finde ich es 100 mal so gut. Was aber auch Ansichtssache ist. So. Hier können wir auch was Schickes draus machen. Wenn wir hier schon abbauen. Ich freue mich, wenn wir mal wieder ein paar Ressourcen finden würden. Hatten wir sonst noch was Besonderes gemacht? Wir sind halt einmal gestorben. Und das ist ja nicht so normal. Was noch? Was noch? Nee, mehr eigentlich nicht. So, das ist jetzt die Folge für Mittwoch. Mittwoch mache ich wieder neue Folgen, also wenn ihr Kommentare schreibt, also so kann ich sie auch schon mal mit den Kommentaren antworten, aber erst am Mittwoch werden sie dann in Kraft treten, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Was mir auch aufgefallen war, achso, ich habe noch die Fackeln gemacht, oder war das denn dann? Also jetzt nicht alles war hier, denken, dass ich hier, es kann auch sein, dass ich gerade mich total vertue. Ja, ich überlege gerade. Super, kriegen wir noch ein bisschen Sand. Das ist echt gut, weil man kann es immer gebrauchen. Hatten wir uns halt noch ein paar Fackeln gemacht. Ist aber jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Und hatten wir nicht eine Schaufel mal? Nee, nicht mehr. Ah, die ist noch. Kriegen wir das hier hin, ohne dass alles runterkommt? Nein, nein, nein. Ärgerlich. Es war so klar. Spitzhacke, wo? Ah, da. So, das ist noch eine Fackel, die sammle ich auch gleich ein. Wir sind jetzt bei dem See nebendran. Was ganz wichtig ist, wir haben auch noch ein paar Äpfel gefunden, also für die, die es wirklich interessiert. Also, aber die habe ich schon alle gegessen. Also, der Skin von mir.
Also es wird echt ein gutes Let's Play. Ich habe schon so viele Vorstellungen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Besonders das. Schande. Angst. Das hätte auch schief gehen können. Och nö. Ich kann doch schlafen. Hier sind keine Monster in der Nähe. Die tun nur alle so. Oh! Spinnst du oder was? Boah. Asozial hier. Würde sagen, ich leuchte es hier auch mal aus. Ein Glück bin ich nicht rausgegangen. Ja, wir haben einen Weizen. Lalalala. Okay, das ist schon mal wunderschön. Außer dass uns hier gerade spielt. Oh, das. Wir sind hier reingekommen. Na, hast aber ganz schön Pech gehabt hier. Kommst nicht durch. Wenn ich dich umbringen könnte, würde ich dich umbringen. Also bleib mal lieber fern. Das geht schon mal nicht. Fackeln. Oh. Also ich kriege gleich echt einen Schock. Jetzt müssen wir. Jetzt haben wir uns extra das Bett und es bringt uns überhaupt nichts. So, ich würde sagen, erstmal alles hier großzügig mit Fackeln. Ja, und ich spiele immer noch nicht mit Texture Pack. Es ist einfach, ich genieße es einfach. Nichts, ich liebe, also ich fand früher Texture Pack so gut, aber irgendwann mag man es einfach nicht mehr, wenn man nur noch mit Texture Pack. Also, ich finde die Originaltexturen auch echt schön. Ich habe irgendwie gerade Angst. Oh! Stirb, du scheiß Spinner, ey. Was soll denn das hier? Umzingelt von Spinnen, das wird der Titel für diese neue Folge. Bist du denn hin? Nee, jetzt reicht's mir. Das wird mir jetzt echt zu gefährlich. Schon reif? Nein. Weizenmäßig dürfte es uns jetzt besser gehen. Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal hier oben und erzähle was über die Löcher, die hier überall sind. Ja, das ist so. Ah, nee, oder? Wenn ich jetzt das Schwert zog, dann schlägt sie mich wieder und dann bin ich wieder tot. Wir gehen doch lieber wieder runter. Es dient zur allgemeinen Sicherheit. Irgendwie sind die ja gerade voll hier, so die Spinnen, die lieben uns. Unsere Nahrungsanzeige geht nach unten. Schöner kann es ja nicht mehr werden. Hau doch ab. Ein Creeper hier überall. Wir können nicht schlafen. Und wirklich schön ist die Landschaft gerade auch nicht, wenn man immer das Gefühl hat, man wird gleich umgebracht. Was wir noch bauen ist, glaube ich, wir werden, wenn ihr das hier fertig gemacht habt, ich werde hier auf jeden Fall noch einen Keller bauen. Dann werden wir auch irgendwann in andere Biome gehen und sie erkunden. Besonders werden wir auch erstmal auf Rohstoffe, Kohle und Eisen brauchen wir und Diamanten. Ich glaube, nach meinem Wissen sind besonders hier viele Diamanten, weil es halt nur Biome sind. Nein, ich jetzt nicht hoch. Oh, pff. Wenn du jetzt nach oben kommst, dann bist du tot. Weißt du das, Spinne? Ich glaube, sie hat's nicht verstanden. Okay, was wollte ich noch bauen? Ich darf nicht M sagen.
Wenn man die isst, ist man, glaube ich, tot. Oder? Mal gucken, was passiert. Autsch. Aber es gibt mir ein paar Leben. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das war es nicht wert. Mit einem halben Leben hier rum. Okay, Inventar lernen. Im Ernstfall sollten wir nicht zu viel verlieren. Okay, wirklich gebracht hat's das jetzt nicht. Weizen jetzt. Wir haben keinen Dünger. Wenn jetzt rausgehen, wenn er von Creepern in die Luft gesprengt und was weiß ich, wer uns auch alles hier umbringen will und uns auf dem Gewissen hat. Oh, hier, los, Swimmingpool-Party, aber ohne mich. Ist ja echt assi hier. War das gerade ein Pfeil, oder? Ich habe das Gefühl, unsere Bestimmung ist es jetzt gerade zu sterben. Hoffentlich nimmt das jetzt auf, sonst werde ich zum bösen Yannick. Oh! Alter, was macht die da gerade bei uns? Was soll das hier? Was sind das hier für Anspielungen? Ich hab doch gesagt, die wollen uns. Das ist echt. Oh! Das ist jetzt echt gerade assi, oder? Komm doch her, wenn du dich traust. So, ich mache gerade alles kaputt, was man nur kaputt machen kann. Das ist echt deprimierend wegen der Spinne. Ist jetzt alles kaputt gegangen. Aber nach meiner Erinnerung hatten wir hier noch ein paar Seeds. Zwei. Naja, okay. Es wird doch schon wieder morgen. Wenigstens eine Sache, die positiv ist jetzt hier. Zurzeit sind wir hier sowohl die meist ver... Meine Spitzhacke. Meine Scheiben. Böser Creeper. Ach nee, das ist noch nicht reif. Was mache ich denn jetzt? Ist jetzt echt deprimierend. Ich grab mich nach unten, nee. Ich baue das Haus mit Kabel. Oh! Wo sind wir denn hier gelandet, bitteschön? Die Fresse, ich bring dich um. Ja, essen. Oh, das hat mich auch gerade. Also. Bezweifle, dass wir hier so erwünscht sind zurzeit. Das fängt doch mal. Ah, oh, da hinten. Ein schönes Schauspiel. So, Creeper ist weg. Da hinten verbrennt gerade alles. Wir haben es überstanden. Wir sind nur einmal gestorben. Oh, die ist sogar lieb. Hey! Was soll das jetzt hier? Ich hab gerade gedacht. Die wollte sich doch gerade noch. Na, 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 was. Oh! Nein! Nein! Jetzt darf ich sagen, Scheiße. Scheiße, ey. Boah. Oh, nee, oder? Soll ich jetzt cheatig sein und auf Peaceful kurz stellen? Oh, was war denn das für ein Fieder? War noch. Ich bleib jetzt ruhig. Das war jetzt echt assi, jetzt mal ganz ehrlich. Das hätte auch ziemlich schief gehen können. Okay, es ist schief gegangen, aber. Oh, wir haben nicht... Doch, wir haben das Holz. Okay, ich baue jetzt noch das Ding und dann war es das auch schon mit dieser. Mit dieser. Naja, wohl etwas. Diesmal sehr unterhaltsamen Folge, glaube ich. Es hat uns allen überhaupt. Ich schätze, also mir hat's. Ehrlich, mir hat's gerade überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war der reinste Horror.
Besonders jetzt. Okay. Ich mache jetzt erstmal zu und ich sag, wenn es euch gefallen hat, liked es. Wenn es euch nicht gefallen hat, tut's nicht disliken. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen soll oder wenn ihr Ideen habt, was ich machen soll. Aber ich glaube, so wird das hier erstmal überhaupt nichts mehr. Okay, also, auf Wiedersehen.